Ja, vielen Dank für die warmen Worte. Das ist unser Logo und genau richtig, der Talk heißt OpenLayers Version 6X und wie es nun weitergeht. Das ist die Gliederung, die der Andreas und ich uns überlegt haben. Wir werden ganz kurz uns selbst vorstellen und die Firmen, die uns nach hier entsenden. Dann werden wir kurz was sagen, was OpenLayers überhaupt ist und in welchem Zustand sich die Bibliothek im Moment befindet, also was man damit bereits machen kann. Vieles. Vieles, richtig. Die Version 6 werden wir ein bisschen genauer vorstellen, vor allem für die Leute, die halt die Version 5 bereits im Einsatz haben. Werden wir ein paar Hinweise geben, wie man das upgradet und was für neue Features man bekommt. Und schließlich werden wir einen Ausblick geben, wie sich das Ganze weiterentwickeln wird. Ja, mein Name ist Marc, ich bin Geschäftsführer bei Terrestris und bei Mundialis. Und bei OpenLayers bin ich Kernentwickler und PSC-Member. Ich bin auch sehr relativ aktiv bei verschiedenen anderen Open-Source-Tools. Bin auch ein OSGEO Foundation Charter Member. Heute spreche ich für die Firma Terrestris. Wir machen Open Source GIS und kommen aus Bonn. Wir haben einen Stand vorne im Foyer. Kommen Sie da vorbei. Wir sind noch bis morgen hier. Und fragen Sie uns zu all den Dingen, die Sie hier im Verlauf der Konferenz hören. Wir helfen sehr gerne. Hallo, ich bin Andreas. Ich bin derzeit der aktivste OpenLayers Entwickler. Bin auch im Steering Committee. Bin auch meine eigene Firma, Ahojava Geospatial. Also wenn Sie fürs OpenLayers-Projekt was spenden wollen, können Sie irgendwelchen Schweizer Vereinen was spenden oder direkt mir, dann kommt es auch beim Projekt an. Ich bin auch Maintainer von OL Mapbox Style. Das ist eine Library, mit der man Mapbox Styles in OpenLayers rendern kann und biete eben, wie schon gesagt, über meine eigene Firma professionellen OpenLayers-Support und auch Entwicklung im Bereich OpenLayers. Ja, was ist OpenLayers? Ein gutes altes Zitat von unserer Webseite. It's a high-performance, feature-packed library for all your mapping needs. Also auf gut Deutsch, alles, was man für Karten im Web braucht, ist in OpenLayers reingepackt. Dadurch unterscheidet sich es auch von anderen Mapping-Libraries, wie zum Beispiel Leaflet oder Mapbox.gl, die eher modular aufgebaut sind, wo es viel ein sehr lebhaftes Ökosystem von Plugins gibt. In OpenLayers ist sehr viel schon von Haus aus drinnen. Am Anfang vielleicht etwas schwerer zum Lernen als die anderen, aber später dann hat man die Sicherheit, dass man auf aufeinander abgestimmte Komponenten zugreifen kann. Das Ganze ist ein Open-Source-Projekt unter der BSD-Lizenz, komplett in JavaScript geschrieben und ist auch ein offizielles OSGEO-Projekt. Ja, und OpenLayers ist tatsächlich auch kein Neuling auf der FOSGIS. Also diesen Talk, den halten wir in einer oder anderen Varianten eigentlich immer, wenn er denn angenommen wird. Und bereits 2008 haben der Till, der einigen bekannt sein dürfte, und ich hier sprechen dürfen zu OpenLayers oder das Kartendingsbums für jede Webseite in der gleichen Konferenz, die ja hier auch in Freiburg stattfand, gab es dann auch schon einen Talk OpenLayers neue Features im Überblick vom Emanuel Schütze. Und das ist jetzt, wie gesagt, 12 Jahre her und viele Sachen haben sich geändert in diesen 12 Jahren, auch OpenLayers, aber es ist auch tatsächlich ein Dauerbrenner, diese Bibliothek. Sie sehen auch hier an meinem T-Shirt, das ungefähr aus der gleichen Zeit stammt, das verblasst schon etwas, aber ich trage es immer noch für die Konferenzen. Ja, meins ist schon kaputt, leider. Ja, was kann man mit OpenLayers so machen? Also was ist das überhaupt? Im Hintergrund sind die, ich glaube, 174 Beispiele der offiziellen OpenLayers Webpage, die da so schnell durchswitchen. Ich erwarte nicht, dass Sie das alles verstehen, was da passiert. Man kann damit extrem viel machen. Also man kann im Grunde eigentlich alle denkbaren Daten und Layerquellen einbetten und damit eine dynamische Applikation bauen, Kartenapplikation. Gleichzeitig kann man auch nicht nur diese Daten irgendwie übereinander bringen und dann sich einfach statisch anschauen, sondern man kann mit denen interagieren, sprich ich kann reinzoomen, auch mit Mausgesten, ich kann aber auch Controls einblenden, so diese Plus und Minus, die Sie da oben sehen zum Beispiel. OpenLayers ist sehr aktiv entwickelt und hat eine ziemlich große Community, also rund um OpenLayers gibt es sehr viele Menschen, die das bereits eingesetzt haben und die Ihnen dann auch zur Not mit Hilfe oder so beiseite stehen oder auch mit Weiterentwicklung, wie der Hotchewa machen wir das auch und noch viele andere machen das auch. Es ist ziemlich gut dokumentiert und es existieren viele Beispiele, die Sie ja gerade da im Hintergrund auch sehen. Und im Grunde ist es universell einsetzbar. Das heißt, wenn Sie eine Webkarte planen, die auf Ihrem Mobiltelefon laufen soll oder damit irgendwie nur Desktop-Clients anvisieren, ist kein Problem, kriegen Sie mit OpenLayers ziemlich sicher hin. Ja, ich habe es bereits gesagt, OpenLayers hat schon eine ziemlich lange Historie. Fängt an mit der Version 1, die im Mai 2006 veröffentlicht wurde. Und nur wenige Monate später hatten wir uns getraut, das im Grunde komplett neu zu schreiben. Also zwischen Version 1 und 2, also zu Version 1 hat es auch noch niemand benutzt,
Die Version 2 war dann ziemlich lange im Einsatz. Also zwischen Version 1 und 2 ist halt ein kompletter Rewrite stattgefunden. Und dann sehen Sie schon, dass die Version 2 sehr, sehr lange im Einsatz war. Ich weiß auch, dass bis heute noch sehr viele Installationen von 2 existieren, die auch noch wunderbar funktionieren. Allerdings wird auf dieser Version 2 nichts mehr weiter passieren. Das heißt, wenn Sie noch 2 einsetzen oder 2x einsetzen, überlegen Sie bitte, ob Sie upgraden können. Der Schritt von 2 auf 3 war ein ziemlich großer, genauso wie der Schritt von 3 auf 4. Die Schritte danach, die 5 und die 6, das ist schon ein kleiner Vorgriff, die sind alle gar nicht mehr so kompliziert. Das heißt, wenn Sie eine Vorgängerversion haben, müssen Sie ein paar Dinge anpassen. Denn seit der Version 4 wählen wir auch Semantic Versioning. Also wir versionieren nicht mehr einfach nach Gusto oder mit irgendwelchen semantischen, wie heißt das? Oder nicht. Also das heißt, wenn es eine Änderung gibt, die nicht abwärtskompatibel ist, dann erhöhen wir diesen Versionszähler an der ersten Stelle. Exakt. Und das machen wir seit der Version 5 so. Genau, romantisch meine ich. Also ich wollte nicht romantisch, also yeah, die Version so und so viel ist da und das ist irgendwie ein großer Meilenstein, weil es irgendwie super wichtig ist oder so, sondern das kommuniziert einfach nur noch, was man denn beim Upgrade eigentlich bedenken muss. Ja, die Version 6 ist maßgeblich von diesen Menschen hier gemacht worden und natürlich noch reichlich anderen Menschen. Das ist ein Bild, was wir aufgenommen haben in einer Gaststätte während des OpenLayers Code Sprints letztes Jahr. Der fand in Bonn statt. Und der ist auch vom Foskis e.V. finanziell gesponsert worden. Dafür danken wir auch nochmal ganz bewusst. Und es stehen hier 8 Sprinter, 6 Firmen, 4 Nationalitäten. Im Hintergrund sind noch Charles de Gaulle und Ludwig Erhard. Es ist eine sehr lebhafte Community drumherum. Wie man sieht es ja auch eigentlich, es sind verschiedene Menschen, Nationalitäten, Firmen, alles dabei. Womit wir zum Stand kommen. Okay, das aktuellste Release von OpenLayers, hier steht OL 6.2.1. OL ist der Name des NPM-Paketes, welches Sie verwenden oder welches Sie einbinden, wenn Sie OpenLayers nutzen wollen. Ist am 13.02. veröffentlicht worden und seit der letzten Foskis, da war die Version 5.3.1 aktiv. Wir haben seitdem nur 6 Releases gemacht. Wir haben auch schon mal häufigere Releases noch geschafft. Aber in diesen 6 Releases hat sich auch wieder eine ganze Menge versteckt, nämlich mehr als 2000 Commits und über 1000 generierte Dateien. Die Änderungen, die sich für Sie ergeben, wollen wir jetzt gleich noch ein bisschen beleuchten. Aber ganz wichtig an der Stelle ist vielleicht für diejenigen unter Ihnen, die sich was trauen oder die auch einfach mal ein frühes Feedback geben wollen. Es gibt neben diesem OL-Add-Versionsnummer, also aktuell zum Beispiel 6.2.1, gibt es auch OL-Add-Dev. Das heißt, mit NPM können Sie das installieren. Da kriegen Sie immer die Version von NPM, die dem letzten Commit im Repository entspricht. Das heißt, das kann auch sein, dass OL-Add-Dev mal kaputt ist. Das ist relativ unwahrscheinlich, aber Sie würden so wirklich tatsächlich das bekommen, was der Herr Hotschewa zum Beispiel in diese Sekunde eincheckt. Das ist eine halbe Stunde später bei NPM mit OL-Add-Dev zu bekommen. Also wir haben sehr gute Test-Coverage auch im Projekt. Also grobe Dinge werden da nicht kaputt sein. Üblicherweise sind wenn dann Kleinigkeiten, wenn irgendwas durch die Test-Coverage durchschlupft. Ansonsten, also ich arbeite in allen Projekten eigentlich mit OL-Add-Dev, weil ich mache auch oft Änderungen, die sich ergeben aus einem Projekt, wo ein Bug festgestellt wird und dann kann ich immer sofort die neuere Version verwenden. Gut, das hier ist eine Grafik, die ist auch von GitHub direkt genommen, also das ist, stellt den Zeitraum dar an Commits, die zwischen dem, also der letzten Foskis bis so circa heute oder 8. März passiert sind. Die zeige ich eigentlich auch immer. Da fällt dem regelmäßigen Besucher der Foskis auf, dass ich da gar nicht mehr auftauche. Also ich habe im letzten Jahr zu wenig committed. Ich gelobe da Besserung. Der Herr Hotschewa hat es eben schon gesagt, er ist der Aktivste. Das lässt sich auch zumindest an der Zahl der Commits auch genau belegen. Vielleicht interessant sind tatsächlich die rechte Seite der Committer, die da sind. Da ist ganz oben Yahoo. Das ist jemand, der auf diesem Code Sprint eigentlich integriert wurde in die OpenLayers Community und seitdem relativ aktiv auch beiträgt und auch dauerhaft. Darunter ist Mike00. Da könnte es sein, dass er sich hier im Auditorium verbirgt. Den Mann kennen wir nicht persönlich. Oder ich nehme mal an, es ist ein Mann, wenn er Mike heißt. Den haben wir noch nie gesehen. Der hat aber so guten Code bereits beigetragen. Und es zeigt uns einfach, okay, diese Open-Source-Sache, das funktioniert auch für OpenLayers wiederum besser. Sehr ähnlich geht es bei Mooney, dem ganz unten rechts, der auch sehr viel zum Beispiel an der API, an den API-Docs verändert hat. Für Sie heißt das natürlich, aha, guck mal, andere Leute können auf diese Folie kommen. Wenn Sie also Interesse haben, damit zu arbeiten, machen Sie das einfach. So, der aktuellste Zustand bei OpenLayers ist auch so, dass tatsächlich das GitHub-Repo mal trending war auf GitHub. Also wir waren mal so richtig hip. Das war, glaube ich, ein Foto vom
vom Februar. Und warum mache ich das hier rein? Einerseits natürlich ist man irgendwie da ein bisschen drauf stolz, wenn die Bibliothek irgendwie trending ist, also viele Leute das irgendwie sich anschauen. Aber es hebt vielleicht nochmal so eine, ja, so vielleicht so ein Vorurteil auf, dass Leaflet, das ist gerade eben schon genannt, oder andere Bibliotheken irgendwie die etwas hipperen und beliebteren Bibliotheken sind bei dem ja, Web-Developer, der vielleicht gar nicht so viel GIS-Know-how hat. Und das mag so sein, das sind doch übrigens alles gute Bibliotheken, ich möchte die gar nicht bashen. Aber auch OpenLayers hat unter anderem deshalb, weil es halt mit modernem JavaScript geschrieben ist und auf die richtigen ja, Publikationswege und so weiter gesetzt hat, auch durchaus eine Attraktivität für ja, den Webentwickler bekommen, der jetzt eben keinen GIS-Background hat. Und natürlich ist man stolz drauf, wenn man trending ist. Gut, hier übergebe ich an dich. Ja, jetzt der spannende Teil. Wenn Sie schon OpenLayers 5 oder zumindest Version 3 verwenden, würde ich dringend zu einem Upgrade raten auf die neueste Version. Ist, wie gesagt, nicht so schwierig. Wir haben jetzt in der Version 6 diese Inherits-Funktion rausgeworfen, die früher fast alle JavaScript-Frameworks mitgebracht haben, mit denen man Subklassen von Klassen bilden kann. Das geht jetzt ausschließlich über ECMAScript 2015-Klassen. Eine ganz wichtige Verbesserung, vor allem für Debugging, wenn man eigene gekachelte Kartendatenquellen verwendet. Die internen Kachelkoordinaten entsprechen jetzt denen, die in sogenannten XYZ-Layern verwendet werden. Also das ist zum Beispiel auch das, was OpenStreetMap als Kartenkacheln bereitstellt. Wir haben einige signifikante Verbesserungen gemacht bei der View, auf die gehe ich dann noch ein. Das betrifft die Funktionen SetCenter, SetZoom. Und im Detail sind die Release-Notes eben so ausgelegt, dass von Version zu Version Sie die einfach durchlesen und sehen, was zu aktualisieren ist. Also ganz kurz vielleicht, ganz wichtig ist, SetCenter, SetZoom, das haben Sie alle schon benutzt. Selbst wenn Sie nur in den Einführungsworkshop gemacht haben oder so von OpenLayers, das haben Sie alle schon benutzt. Und die tauchen ja die sind verändert worden in Ihrem Verhalten. Signatur ist die gleiche noch, aber wenn Sie die einsetzen in Ihren Applikationen, und das tun Sie sehr sicher, lesen Sie bitte die Release-Notes. Es ist für die allermeisten, fällt es Ihnen gar nicht auf, weil wir nur Bugs behoben haben. Das heißt, wahrscheinlich ist es eher so, dass Sie sagen, ach ja, cool, das, jetzt ist endlich dieser komische Bug da weg. Ja, lesen Sie bitte einfach die Release-Notes. Ja, kurz was zum Herzeigen. Wie gesagt, die View-Steuerung wurde drastisch verbessert. Wenn ich mir hier jetzt eine Karte ansehe und versuche, da rauszuzoomen, früher war das immer so, dass man dann aneinander gekachelt gesehen hat, je nachdem wie breit der Bildschirm war, 2 Welten, 3 Welten, 4 Welten. Wir haben aber nur eine. In Zeiten von Klimawandel sollte man sich das vielleicht auch vor Augen halten. Ich will nicht predigen, Entschuldigung. Jedenfalls hier sieht man, es ist immer nur genau einmal die Welt sichtbar. Man kann das zwar ausschalten, dieses neue Verhalten, aber standardmäßig ist das ein gutes Verhalten. Was man hier auch gleich sieht, stufenloses Zoom. Wir hatten früher uns bei Mauszoom an die vorgegebenen Zoomstufen der Kacheln angelehnt. Das ist jetzt nicht mehr, also man kann jetzt wirklich stufenlos hier zoomen. Das war mit Touchpads oder Trackpads schon länger so. Jetzt ist es auch mit der Maus so. Was auch noch interessant ist, man kann den Ausschnitt, den der Benutzer zu sehen bekommt, genau beschränken. Was bedeutet das? Wenn ich jetzt in dieser Karte herumzoome, habe ich gesagt, die hat einen bestimmten Extent auf einen genauen Ausschnitt rund um Freiburg und ich kann aus dem nicht weiter herauszoomen. Also ich versuche jetzt hier die Karte weiter nach Norden zu ziehen. Geht nicht, weil ich da nicht mehr rauskomme und geht auch nicht. Somit kann ich besser als vorher Datenquellen verwenden, die eben nur für einen gewissen Ausschnitt bereitstehen und habe eben die Sicherheit, dass ich rundherum keine ungemappten Flecken darstellen muss in meiner Karte. So, was haben wir noch? Koordinaten in OpenLayers sind traditionsgemäß ein Durchläufer. Die Koordinaten, die man reingibt, die werden verwendet und die kommen auch wieder raus. Wobei das nur eingeschränkt gilt für Datenquellen wie GeoJSON, die zum Beispiel standardisiert sind auf geografische Koordinaten. Da erfolgt dann intern eine Umwandlung und das führt nicht selten zu Verwirrungen. Wenn man sich dann zum Beispiel von ViewGetCenter die Koordinaten ausgeben lässt, würde man hier jetzt irgendwelche nichtssagenden Werte in Metern bekommen. Mit der neuen Funktion UseGeographic, die es in Version 6 gibt,
ist das so, dass ich sagen kann, okay, ich will überall mit geografischen Koordinaten arbeiten. Das ist vergleichbar mit der User Projection in einem Desktop-GIS. Das heißt, es gibt keine Überraschungen mehr. Ich gehe mit geografischen Koordinaten rein und kriege auch, wenn ich View-Get-Center abfrage, geografische Koordinaten und nicht irgendwelche Web-Mercator-Koordinaten raus. Und das Beste daran, das geht nicht nur für Web-Mercator und geografische Koordinaten, sondern mit Set-User-Projection können Sie statt Use-Geographic eine beliebige, also zum Beispiel eine lokale Gauss-Krüger-Projektion hier von Deutschland oder UTM-Projektionen verwenden. Sie brauchen nur die Transformationen bereitstellen, dafür können wir aber die Proj4-Library oder M-Proj einbinden, das ist auch integrierbar mit OpenLayers und somit haben Sie keine Überraschungen mehr bei Koordinaten. Ist aber komplett optional. Also wenn man Code hat, der andere Erwartungen bislang hat und man nicht Use Geographic aufruft, auch alles genau wie vorher. Eine weitere große Änderung für Version 6 war, bisher war es so, dass die Karte, also das, was man hier innerhalb dieses Kartenausschnittes sieht, ein Bild ist, das zusammengesetzt wird aus den Daten von den ganzen Layern, aus denen die Karte besteht. Jetzt ist es so, dass wir die sogenannte Composition, also das Zusammensetzen des finalen Kartenbildes im DOM machen, also mit Elementen in HTML. Und das ermöglicht jetzt, dass man verschiedene Technologien fürs Rendern verwendet, entweder die eingebaute Canvas 2D Engine oder es gibt ein paar neue Layer-Typen, die mit WebGL funktionieren, so wie hier dieser Heatmap-Layer, der übrigens hier keine Corona-Ausbrüche, sondern Erdbeben aus dem Jahr 2012 darstellt. Oder eben man kann ganz eigene Renderer schreiben, das sind oft nur ein paar Zeilen, um zum Beispiel so wie hier eine SVG-Grafik einzubetten. Dieses Highlighting, was Sie hier sehen von dem SVG, das ist rein nur über CSS realisiert. Also es ist wirklich einfach ein interaktives CSS, das aber hier auch mit der Karte mitzoomt und sich mitverschiebt. Und darüber liegt eben ein Heatmap-Layer, der mit WebGL realisiert ist. Diese DOM Composition bringt auch neue interessante APIs mit sich. Wie ich schon gesagt habe, Sie können für einen Layer eine Render-Funktion definieren und in die können Sie einfach Ihren komplett eigenen Renderer hineinpacken für bestimmte Renderzwecke. Wir haben eine Class-Name-Eigenschaft jetzt auch am Layer, wo Sie das gerenderte Ergebnis mit CSS noch modifizieren können. Das Einzige, was Sie beachten müssen bei Upgrades, wenn Sie sowas wie PNG oder PDF-Export haben, müssen Sie den Code etwas ändern. Das finden Sie aber auch in den aktualisierten Beispielen. Ansonsten haben wir einige Verbesserungen, die zum Teil sichtbar sind, zum Teil unter der Haube sind. Kacheln werden jetzt auch während Benutzerinteraktion und Animation immer geladen. Die Codebasis ist kleiner, weil wir keine Pointer-Events-Emulation mehr in der Library haben. Es gibt ein neues API für Hit Detection, also wenn Sie mit Hava über der Karte Effekte haben wollen, können Sie das jetzt mit besserer Performance mit Get Features at Pixel machen. Die Icon-Positionierung bei den Styles ist mit der Displacement-Option jetzt noch erweitert worden, dass Sie leichter die Position von Icons relativ zu Ihrem Einfügepunkt definieren können. Die Einbettung von Karten in scrollbare Seiten ist verbessert worden, also wenn Sie zum Beispiel in einem Blogpost eine Karte haben, dann können Sie drüber scrollen. Und wir haben eine deutlich verbesserte KML-Unterstützung. Rund um den Code herum gibt es eine bessere Gliederung in den API-Docs, auch eine bessere Suche. Und die Beispiele sind um Tags erweitert, mit denen Sie sich durch die Beispiele, durch Anklicken der Tags, durchnavigieren können. Hier noch ein Beispiel zur Verbesserung der API-Dokumentation, nämlich der Suche. Ganz links die Version 5, ganz in der Mitte frühe Version 6 Variante und ganz rechts das, was wir mit der nächsten Version haben werden. Sie sehen also, wenn ich nach Layer suche, verbessern sich hier die Ergebnisse. So, und ganz kurz noch die zukünftige Entwicklung. Der Marc sagt immer, das ist die schwierigste Folie, weil ein Community-Projekt geht meistens in die Richtung, die die Community vorgibt. Performance, Usability, neue Web-Technologien. Ein Satz noch zu TypeScript, bevor wir abschließen. TypeScript wird in Version 6.3 die Definitionen direkt im Package inkludiert sein. Das heißt, Leute, die mit TypeScript arbeiten, können dann wesentlich leichter die Typechecks für OpenLayers realisieren. Und wir haben TypeScript nicht verwendet in OpenLayers, sondern JS-Doc-Annotationen und das wird immer beliebter, wird auch von Microsoft und TypeScript unterstützt. Und ein anderes wichtiges Projekt, das das ebenso tut, wäre zum Beispiel Webpack.
Und ja, der letzte Satz gebührt mir. Wir haben ja 11 Sekunden später anfangen dürfen. Dann kann ich dir vielleicht auch noch sagen, das ist die letzte Folie tatsächlich. Also es geht ja hier auch um die Zukunft des Projektes. Und das ist jetzt hier der Avatar von Mike 00. Den haben wir eben bereits kurz erwähnt. Also alle hier im Raum und auch sonstige Leute, die irgendwie Code können, ihr könnt an diesem Projekt mitmachen. Und das wird sehr gern gesehen. Wir sind da mit offenen Armen dabei, um euch da einzuwetten. Und ihr könnt quasi die Zukunft von OpenLayers mitbestimmen. Vielen Dank. Und wir hoffen, ihr habt noch ein paar Fragen oder Anmerkungen. So, gibt's Fragen? Ja, vielen Dank für den Vortrag. Können wir mit dieser DOM Composition auch eigene Kontrollelemente sich programmieren, also irgendwie noch neue Steuerelemente, die in der Karte platziert werden? Steuerelemente in der Karte, das ist eher was für Controls, das ist nicht in den Layern drinnen und dafür haben wir eh immer schon APIs gehabt, dass man eigene Controls definiert. Also das gibt es sowieso unabhängig davon. Ja, okay, gut. Ja. Zum Beispiel im offiziellen Open Layers Workshop ist da, glaube ich, ein Beispiel für bei diesen Draw-Interaktionen, wo dann Oberflächen gemacht werden. Ist online, kann man durchklicken und dann sieht man, wie das geht. Ist das D3-Beispiel auf der Seite, ist das schon so ein Beispiel für so einen Custom Renderer? Genau, dieses Beispiel, was wir hier gezeigt haben, mit den Erdbeben und dem SVG, dieses SVG hier ist mit so einem Custom Renderer realisiert. Es gibt in diesem Dokument die SVG-Grafik, die dort eingebettet ist, und die wird einfach von diesem Custom Renderer positioniert, sodass auch so Dinge wie die Rotation und das Zoomen und Pannen, dass das alles funktioniert. Und das, wie gesagt, ist nur CSS-Highlighting direkt über das CSS, das in dieses SVG eingebettet ist. Und während dem, falls du jetzt das Online-Beispiel meintest, okay, genau, ich habe es mir gedacht, das Online-Beispiel verwendet meiner Meinung nach noch was anderes, aber auch der Code hinter diesem, also eine komplette OpenLayers-Applikation, ist auch bei GitHub. Hier ganz hinten habe ich es im Impressum ganz kurz erwähnt, da ist der Link drin, so. Also ist halt ein GitHub-Repo und da ist der Quelltext auch von den ganzen Beispielen verlinkt. Und das ist noch 2019, Vorsicht, take care. Ja. Ja, da ist dieses Beispiel auch drin und diese Render-Methode für dieses Beispiel dort ist, keine Ahnung, 30 Zeilen maximal. Okay. Das ist schon echt cool. Ja, der Hotschewa zeigt es gerade noch. Achso, das ist nur der. Das sind die kompilierten. So, wir scrollen einmal runter. Da ist es. Das ist die Render-Funktion für diesen SVG-Layer. Also 50 bis 71, 21 Zeilen Code. Boah, geht auch schlechter, ne? Also. So, dann bedanke ich mich nochmal bei Marc und Andreas. Und in 5 Minuten geht's weiter.